Ziege. Sehr schön auf Kostadinov. Kostadinov. Aber wir haben schon gestern gespürt, als er das gelbe Leibchen, obwohl das bei Otto Rehhagel im Abschlusstraining noch nicht allzu viel zu besagen hat, übergestreift bekam. Er ist heiß auf dieses Spiel heute. Ja, meine Bild. Für viele war das überraschend. Zuletzt gegen Leverkusen sah, der versteht die Entscheidung von Otto Rehhagel. Ziege. Herzog. Gut gespielt, Klinsmann. Aber schon die zweite gute Möglichkeit. Und wenn wir den Kopfball von Helmer noch mit hinzuziehen, schon die dritte, in Anführungszeichen, Chance für den FC Bayern, der der Mannschaftsaufstellung entsprechend stürmisch beginnt. Schauen wir zum Eckball. Herzog. Ziege. Aber die größten Chancen von Lokomotive bisher aus Geschenken der Bayern-Hintermannschaft resultierend. Strunz. Ziege. Klinsmann! Aber das war endlich mal der Jürgen Klinsmann, wie wir ihn in den letzten Bundesligaspielen nicht gesehen haben. Hellwach, gleich auf den Beinen, blitzschnelle Drehung. Vielleicht ein gutes Omen für die nächsten Minuten. Garin. Helm auf Klinsmann, Klinsmann, Tor! Wir haben es angedeutet, die Szene zuvor, die zeigte mir schon an, das ist ein anderer Jürgen Klinsmann heute, hellwach, blitzschnell in der Drehung zuvor und auch in dieser Szene. Das war der alte Klinsmann, ein wunderschönes Tor, nach sehr schöner Flanke von der linken Seite und das natürlich jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, das Tor. Nochmal, Helmers Maßflanke. Jürgen Klinsmann, schön gestoppt. Dabei Arifullin wunderbar ins Leere laufen lassen. Schauen Sie, Arifullin mit einer Täuschung von Klinsmann ausgetrickst. Und da schiebt er ihn lässig ins Tor. Die Bayern führen. Nach dem Aber in der Rückwärtsbewegung Lokomotive schon langsamer jetzt in dieser Phase. Ziege. Sehen Sie, das ist die Quittung. Kostadinov. Pfosten. Da ist er mit dabei. Hat sich herrlich freigestohlen und Pfostenschuss. Aber war gut gespielt von den Bayern. Lokomotive ausnahmsweise aufgerückt nach vorne. Sie kamen sehr langsam zurück, was wir in München nicht gesehen haben. Die Bayern nutzten das ganz geschickt mit zwei, drei schnellen Zügen. Andi Herzog, Sforza oder Scholl. Mehmet Scholl. Wieder Scholl. Herrlich gespielt, Kostadinov. Klinsmann, Tor! Wunderbar herausgespielt und man kann nur sagen, nicht er hatte die glückliche Hand, Juris Jomin, sondern er, Otto Rehhagel. Viele haben gesagt, was will er denn jetzt mit Kostadinov? Da lässt er den Papa zu Hause und schauen Sie, wie er strahlt. Kostadinov. Bisher ein absoluter Gewinn. Zwei echte Spitzen vorne sorgen für Furore. Kostadinov bereitet den Treffer vor. Und was wird der Klinsmann froh sein, dass er endlich einen Partner hat im Sturm beim FC Bayern. Jürgen Klinsmann, von Beginn an war es zu spüren. Heute torgefährlicher denn je. Um genau zu sein, eigentlich zum ersten Mal so richtig, abgesehen von den zwei Toren gegen Freiburg. Zweifacher Torschütze Jürgen Klinsmann. Nach der Rehhagel-Devise, eine Mannschaft braucht Männer, Cleans wie Haarmänner. Herzog, ab
abgefälscht ins Tor von Thomas Helmer, abgefälscht. 3-0. Haben Sie das vielleicht gehört? Schieß, kam da das Kommando für Andi Herzog, als der zum Ball kam. Und hat ein bisschen Glück, der Andi Herzog, den Sie hier als Torschützen feiern, dass Helmer für mich den Ball noch abgefälscht hat. Tja, da gibt's was zu erzählen nach 38 Minuten. Herzog, schauen wir nochmal genau hin. Ja, Helmer, der Torschütze zum 3-0. Ja, minimal. Lass mal das Tor bei Andi Herzog aus der Perspektive. Andi Herzog, Schuss. Klinsmann, toller Einsatz gegen Paschinin. Kostadinov, K und K, Kostadinov und Klinsmann. Aber wer kommt? Scholl! Ein herrliches Tor von Mehmet Scholl. Gerade vorher habe ich es noch angesprochen. 4-0, noch vor der Pause. Rea sagte, sie sollen nicht zetern, wer da mal auf die Bank muss, sondern sie sollen heute nichts anderes tun, als zusammen Fußball spielen. Haben Sie gesehen? Herzog und Scholl, ein Herz und eine Seele. Kostadinov und Klinsmann haben das wunderbar vorbereitet. Klinsmann lief nach links, ein Abwehrspieler konzentrierte sich zusätzlich auf diese beiden und damit war die Lücke rechts frei und Kostadinov hat das wunderbar gesehen und Scholl glänzend genutzt. Moskau in der Halbzeitpause spielte genauso wie Alexander Zickler mit den Jungen, die sich diebisch freuten. Und als die Bayern aus der Kabine zurückkamen, wurden sie mit tosendem Applaus begrüßt. Jetzt vielleicht auch diese Szene von Kostadinov. Was hat er für ein Pech? Was hat der für ein Pech? Die berühmt-berüchtigte klassische Aluminiumallergie, die ihn befallen hat. Pfosten in der ersten Halbzeit, Latte in der zweiten. Scholl. Sforza, wunderbar auf Klinsmann. Aber auch das ist ein Element, das wir zuletzt vermisst haben. Da ist er wieder, Sforza. Nächster Traumpass. Ziege. Und Klinsmann. Müsste Otto Rehhagel eigentlich lächeln? Denn er sagt ihm immer wieder, aufsetzende Kopfbälle möchte ich mal von dir sehen. Aber eindeutig die Renaissance des Jürgen Klinsmann. Und genau am Anstoßpunkt nach dem Ausscheiden Herzogs, zentraler spielend. Und Kostadinov. Ah, oh, herrlich auf Scholl. Klinsmanns Stören bewirkte den Fehlpass auf Helmer. Kostadinov. Klinsmann, Kostadinov. In der Nationalmannschaft haben wir hier über einige Länderspiele auch durchaus zuletzt gegen Georgien vom K&K-Sturm mit Kirsten. Wieder Klinsmann. Kostadinov, Strunz mit vorne, winkt. Und da ist er! Und da ist er drin! Thomas Strunz. Ein echtes Tor mit Ansage. Nur hat's bei Lokomotive Moskau keiner gemerkt. Strunz kam von hinten, winkte sogar noch. Und Kostadinov hat das wunderschön gesehen. Fast an jedem Tor ist der Kostadinov beteiligt. Drei Tore hat er vorbereitet oder mit eingeleitet, Emil Kostadinov. Und das 5-0 durch Thomas Strunz.